Liebe Astro-Rebellen, herzlich willkommen zu eurem astrologischen Kanal. Ich bin Emmanuel von Zenstern, euer astrologischer Lebensberater. Und das ist die allgemeine Monatsprognose für März 2021. Lieber Schütze, du beginnst den Monat mit einem harmonischen Aspekt zwischen Venus und Uranus. Zwischen 1. und 3. des Monats wird die Zusammenarbeit mit Familienangehörigen eine hervorgehobene Stellung erreichen. Viele Schützen haben eine volle Tagesordnung und müssen gleichzeitig mehrere Aufgaben übernehmen, die mit viel Verantwortung verbunden sind. Und die Themen Bildung, Lernen, Reise, Auto, Transport und Umzug können wichtig sein am Monatsanfang. Im Bereich der Familie wird man für mehr Ordnung und Fairness sorgen müssen. In der Liebe sollte man sich Zeit lassen, anstatt sich naiv auf den Nächstbesten einzulassen. Am 4. des Monats haben wir Mars in Zwillinge eingetreten. Bis 23. April werden die meisten Schützen sich viel mit anderen Menschen beschäftigen oder unterwegs sein. Möglicherweise handelt es sich um Familienbelange, die man zu erledigen hat. Im März kann man schnell den Überblick von bestimmten Situationen verlieren. Das muss man im Hinterkopf haben. Wenn man zu schnell an neuen Situationen sich anpassen muss, dann könnte man einen Fehler begehen. Die Wahrscheinlichkeit für Konflikt in geschäftlichen und privaten Partnerschaften steigt bis Ende April deutlich an. Natürlich musste man hier auch das individuelle Horoskop in Betracht ziehen. Wir haben dann am 5. eine Merkur-Jupiter-Konjunktion. Wahrscheinlich macht man sich Gedanken über ein Studium oder eine Reise. Zwischen 6. und 11. des Monats haben wir Sonne-Konjunktion Neptun. Die herrschenden Umstände führen dich dazu, rasche Entscheidungen zu treffen. Dabei ist es wichtig, mein lieber Schütze, dein Bauchgefühl zu hören. Du solltest dich nicht von jemandem überzeugen lassen, der nicht das Beste für dich möchte, sondern nur an sich denkt. Okay? Wir haben dann zwischen 12. und 13. einen süßen neuen Mond in Fische. Die Entwicklungen werden in den Bereichen der Wohnsituation, Beziehung und Familie bis Ende April sehr positiv sein. Es kann auch geschehen, dass man gerne die ganze Verantwortung für die Familie, Mitarbeiter oder Lebensgefährten übernimmt und versucht, alles für andere zu regeln. Es stellt sich dementsprechend die Frage, ob man von anderen ausgenutzt wird. Zwischen 14. und 16. haben wir Sonne Sextil Pluto. Du könntest ernsthafte Auseinandersetzungen mit jemandem haben. Positiv betrachtet, mein lieber Schütze, wirst du in Sachen Geld oder Finanzen über genügend Ressourcen verfügen, um bestimmten persönlichen Plänen zu realisieren. Am 15. hast du Merkur in Fische eingetreten. Bis 4. April solltest du dir mehr Klarheit über eine Sache verschaffen, bevor du dich zu etwas verpflichtest. Du wirst für mehr Ordnung in deinem Zuhause oder Arbeitsplatz sorgen müssen. Somit werden manche Zusammenhänge und Sachverhalten durchschaubar und auch greifbar. Zwischen 17. und 19. hast du Venus Sextil Pluto. Hintergrundarbeit ist an diesen Tagen besonders begünstigt. Es kann geschehen, dass jemand, den du sehr gut kennst, in Schwierigkeiten gerät und du deine Hilfsbereitschaft zum Ausdruck bringen wirst. Danach, zwischen 20. und 21. haben wir Sonne und Venus, beide im Sternzeichen Widder. Bis Mitte April ist ein leidenschaftliches Date oder Besuch unter Umständen möglich. Zwischen 22. und 24. haben wir einen
unharmonischen Aspekt zwischen Merkur und Mars. Konflikt und Missverständnisse können einfacher denn je entstehen. Geduld, Mitgefühl und Empathie sind an diesen Tagen besonders empfehlenswerte Eigenschaften, lieber Schütze. Zwischen 25. und 27. haben wir Sonnenkonjunktion Venus. In Liebesbelangen gibt es etwas, was man überprüfen muss, damit man sich sicherer fühlt. Und Arbeit mit Kindern ist mit diesem Aspekt besonders begünstigt. Am 28. haben wir einen Vollmond in Waage. Das ist ein schöner Vollmond. Man sollte am Monatsende für mehr Abwechslung und Spaß in seinem Leben sorgen. Der Kontakt zu einer Person wird viel Freude bereiten. Ja. Zwischen 29. und 31. beendest du März mit einem Sextil zwischen Sonne und Saturn. Falls zutreffend, werden sich manche Bildungs- und Rechtsangelegenheiten in die Länge ziehen. Aber du wirst das alles gut hinkriegen, mein lieber Schütze. Wenn du eine individuelle Vorausschau für die kommenden Jahre brauchst, bin ich immer da für dich. Falls du es noch nicht getan hast, bitte abonniere jetzt diesen Kanal, sodass wir schnellstmöglichst 10.000 Abonnenten erreichen. An dieser Stelle wünsche ich dir viel Glück und Erfolg im März 2021.